Voll- und Neumonde können Ereignisse oder Prozesse in Gang setzen, wenn ihre Stellung einen relevanten Aspekt zu deinem Geburtsplaneten oder zu einem astrologischen Haus bilden. Dementsprechend ist die Wichtigkeit des Mondes immer zu berücksichtigen. Und vor allem, wenn die langfristigen Aspekte bzw. Transite vorhanden sind, die besonders wichtig sind, dann können Voll- und Neumonde diese langfristigen Aspekte und deren Folgen aktivieren bzw. sie werden angeregt und sich dementsprechend äußern. Und ich sehe immer, dass Voll- und Neumonde mit bestimmten Abwicklungen verbunden sind, die man nicht, vernachlässigen kann. Also man muss verstehen, dass Mondtransite extrem wichtig sind, nicht nur gesellschaftlich, sondern auch für man selbst. Und dadurch, dass die Aspekte des Mondes in der Regel nur Stunden dauern, dann kann man davon ausgehen, dass hier, wenn ein Ereignis in Verbindung mit dem Mondtransite steht, und hier sprechen wir von Voll- und Neumonde, dass da eine Kraft aktiviert wurde, die die ganze Zeit unterschwellig war, und durch diese astronomischen Ereignisse, Voll- oder Neumonde oder Sonnen- oder Mondfinsternisse, aktiviert werden, manifestiert werden. Also das sollte man sich merken, dass der Transit des Mondes allgemein und individuell viel ausmacht. Das ist wichtig für die Interpretation von persönlichen Transiten und für alle anderen Methoden in der Astrologie, die man benutzt. Man muss immer der Transit des Mondes und deren Phasen beobachten. Ich kann ein Beispiel geben, zum Beispiel ich habe einen Freund und ich habe ihm einfach die Konstellationen analysiert, die er damals hatte, das war 2014. Er hat mich dann kontaktiert und ich habe ihm viel geholfen. Und unter anderem kam während der Beratung raus, dass die Mond- bzw. Sonnenfinsternis, die geschehen ist in dem Jahr, dieser Finsternis hat eine exakte Konjunktion zu seiner Geburtssonne gebaut oder gebildet. Und dann habe ich ihm sofort gesagt, schau mal, es kann sein, dass eine Veränderung oder ein Ereignis in Verbindung mit deinem Vater geschieht. Und das wird ein sehr wichtiges Ereignis sein. Aber auf jeden Fall kann es mit deinem Vater zu tun haben, weil die Sonne im eigenen Horoskop wird der Vaterfigur zugeordnet. Unter anderem natürlich. Aber der Vater war bei ihm sehr, sehr, präsent. Und ich habe ihm das gesagt. Dann ist ein halbes Jahr ungefähr gelaufen. Und dann hat er mich wieder kontaktiert. Und dann hat gesagt, Emmanuel,
Ich habe erfahren, dass mein Vater nicht mein leiblicher Vater ist. Und das, was du gesagt hast, das ist genau so passiert. Also was ist passiert, was mit meinem Vater verbunden ist. Er hat dann keinen Kontakt mehr mit der Familie gehabt. Er war enttäuscht, dass diese Information ihm verheimlicht wurde. Das war seine Entscheidung. Aber ich habe ihm das fast ein halbes Jahr davor schon vorhergesagt. Weil es ist sehr unwahrscheinlich, dass eine Finsternis in Konjunktion im exakten Aspekt so einem Geburtsplaneten oder Geburtshimmelskörper bildet. Und ich musste ihm sagen, das kann mit deinem Vater zu tun haben. Man könnte auch sagen, dass die Sonne die eigene Identität betrifft, ja. Also wie man sich darstellt, auch beruflich gesehen, ist die Sonnenstellung von besonderer Bedeutung. Die Sonne ist ein Aspekt des eigenen Selbst, welcher man mit der Zeit im Laufe des Lebens verfeinert und entwickelt. Und hier kann man auch so sagen, naja, er hat sich geändert in seiner Wesenheit. Er hat ein neues Gefühl von sich bekommen, dadurch, dass ihm was auch in der Familie passiert ist, was mit dem Vater zu tun hatte. Und das hat seine Identität, die Sonne, auch geändert, weil Finsternisse sind sehr kritische Momente, sind sehr kritische Aspekte, die tiefgreifende Veränderungen in die Wege leiten. Und hier die Sonne, ja, die Sonne ist extrem wichtig. Alles ist wichtig, aber diese drei Elemente im Horoskop, Aszendent, Mond und Sonne, extrem wichtig. Also ich würde sagen, das sind die ersten drei Elemente, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir ein Horoskop interpretieren wollen. Und das war der Fall. Ich kann auch andere Beispiele geben. Ja, ich kann auch andere Beispiele geben, aber dieses Beispiel, ich denke, das ist sehr wichtig, dass ich das euch mitteile, weil das hat mich auch überrascht, ne? Nicht, dass es eingetroffen ist, was ich vorhergesagt habe, das passiert oft bei Kunden, die mich immer wieder kontaktieren, sondern weil ich gesehen habe, Mensch, da sieht man schon, wie wichtig Neumonde, Vollmonde und die entsprechenden Mond- oder Sonnenfinsternisse sind. Und das darf man nicht bei einer Interpretation vergessen, dass der Mond und seine Facetten, seine Phasen sehr wichtig sind. Wenn wir von einem Neumond sprechen, dann sprechen wir von Prozessen, die in Gang gesetzt werden, die von Null anfangen. Prozesse oder Abwicklungen. Wenn wir von einem Vollmond sprechen, sprechen wir von der Vollendung eines Prozesses, also vom Gegenteil, ja? Von dem, was wir zum Neumond haben. Also hier sprechen wir von einer Kraft, die sich als Prozess widerspiegelt und diese Kraft und deren Folgen ist vollendet. Und dementsprechend sind Vollmonde extrem intensive Zeitspanne. Also da ist immer so eine Energie vorhanden, die sehr intensiv zu spüren ist. Zumindest die Menschen wie wir Astrologen, wir können das spüren. Also ich kann von mir sprechen, ich spüre immer die Energien des Mondes sehr stark, weil der Mond liegt einfach zu nah an uns Erdlingen und wir bestehen zum großen Teil aus Wasser. Und der Mond und dessen Einfluss kann man nicht vernachlässigen. Das, jeder weiß, dass der Mond einen Einfluss auf uns hat, genauso wie andere Himmelskörper. Auch wenn man nicht Astrologe ist, dann denkt man, naja, Saturn, naja, der ist so weit weg von der Erde, der hat keinen Einfluss
in meinem Leben aber doch. Er hat doch einen Einfluss, genauso wie die Sonne, genauso wie Mond, genauso wie alle anderen Himmelskörper. Und meine Aufgabe ist es, den Menschen zu sagen, schau mal, du hast schon eine Verbindung zum Kosmos. Dein Leben ist nicht ein Zufall. Du hast eine Mission. Du hast ein Warum von deiner Existenz. Deine Existenz hat eine Mission oder also du hast nicht umsonst dein Leben gestaltet. Ja, du bist nicht umsonst in dieser Welt hineingeboren, sondern du hast eine Verbindung zum ganzen Kosmos. Und wichtig ist es, dass man versteht, dass die Aufgabe der Astrologie teilweise auch ist, dass man weiß, wie stehe ich im Verhältnis zum Universum, weil ich selbst auch das Universum bin. Also man ist ein Tropf vom Ozean, aber gleichzeitig ist man auch das Ozean, weil man ein Tropf davon ist. Also so sollte man das philosophisch in Betracht ziehen. Und Voll- und Neumonde, die sind extrem wichtig. Das muss man immer berücksichtigen, sei es bei der Interpretation von individuellen Transiten, sei es bei allen anderen Fällen, die wir in der Astrologie haben. Also man muss immer das in Betracht ziehen und das tue ich. Ich habe auch beobachtet, wenn der Mond einen bestimmten Knopf im Horoskop drückt, also so sehe ich das, ja, dann passieren Dinge sogar in wenigen Minuten, kann man davon ausgehen, dass irgendwas geschehen kann. Natürlich, wenn man sitzt und nichts tut, kann auch nichts geschehen, so groß. Aber deswegen sage ich, Astrologie ist immer für Menschen, die aktiv im Leben sind, die etwas umsetzen, die etwas verwirklichen wollen, die nicht einfach passiv abwarten wollen, ja, was bringt mir mein Schicksal oder was bringt mir die Astrologie. Nein, man muss verstehen, dass man selbst die Planeten oder diese Energien in sich trägt und dass unsere Aufgabe ist es, diese Energien Ausdruck zu verleihen, dass wir handeln. Nur durch unsere Handlungen können wir effektiv diese Energien äußern, weil diese Energien sind dafür da. Sie wollen sich äußern, sie wollen Ereignisse produzieren. Und wir sind wie ein Medium, wir sind wie ein Kanal, durch den die kosmischen oder universellen Informationsfelder oder Energien sich äußern. Wenn wir aber sagen, na, wie, ich mache nichts. Ja, ich mache nichts mit der Energie, mit dem Potenzial, mit dem ich hineingeboren bin. Was passiert dann? Dann werden sich die Energien trotzdem äußern, aber dann schlecht, weil man untätig sein will. Dann ist die eigene Entwicklung und Entfaltung, dann sind diese Dinge verhindert oder gehindert. Aber das muss jeder wissen, da muss jeder sein eigener freier Wille berücksichtigen. Was will ich? Was möchte ich? Und das können die Sterne nicht sagen. Astro-Rebelle, mit diesen Aussagen bin ich fertig. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.